Moin, liebe Lütsch. Ich bin wieder zu Hause. Rockharz liegt hinter uns. Es war ein ganz fantastisches Festival. Es hat mir einen wahnsinnigen Spaß gemacht. Ich denke, das ist nicht das letzte Mal gewesen, dass ich auf dem Rockharz gewesen bin. Und ihr habt vielleicht schon das Video vom Freitag gesehen. Da habe ich ja im Anfang ungefähr 9 Minuten lang zusammengeschnitten mit Björn ein Interview geführt über das Thema Inklusion auf dem Rockharz. Da habe ich so die wichtigsten Informationen versucht, aus dem längeren Gespräch, das ich mit ihm geführt habe, dann zusammenzufassen. Und ich habe angekündigt, es wird auch noch die Langfassung davon geben. Björn ist eigentlich wohl Podcaster, so wie ich das aufgeschnappt habe. Also er spricht vor allen Dingen im Podcast-Format, also er spricht in einem langen Format. Deswegen wird dieses Video jetzt mal ein bisschen länger. Und ich werde das Ganze jetzt auch mal ein wenig versuchen, dann mit Zwischenmoderationen in Themen und Kapitel zu gliedern, sodass wir dann in dieser langen Fassung nicht zu 100% nur Wiederholungen drin haben. Es wird aber die eine oder andere Szene euch vielleicht aus diesem Freitagsvideo bekannt vorkommen. Also nicht wundern. Weiter geht's nach dem Intro. Witzigerweise ist es tatsächlich so, dass ich gerade vor wenigen Minuten sogar erst eine E-Mail vom Rockharz Media Team bekommen habe, wo nochmal darum gebeten wird, in der Nachberichterstattung auch nochmal explizit auf das Thema Inklusion auf dem Rockharz einzugehen. Die wussten ja nichts, dass ich das ohnehin vorhab. Aber das ist ein ganz toller Aufhänger, denn die geben mir jetzt nochmal Daten und Fakten, die man da jetzt nochmal mit einarbeiten kann. Und aus der Mail des Mediateams jetzt einmal ein paar Zahlen und Fakten zum Jahre 2024. Barrierefreie Spültoiletten und Duschcontainer sind so selbstverständlich wie barrierefreie Podeste für jede Bühne und kostenfreier Zugang zum VIP-Bereich für Menschen mit Behinderung und ihre Begleitpersonen. Das habe ich selber gesehen und erlebt. Im VIP-Bereich ist auch das Pressezelt mit untergebracht gewesen. Es ist dort extra eine lange Rampe aufgebaut worden. Das wird auch im Interview nachher irgendwo mit Björn garantiert an einer Stelle einmal kommen. Sodass man dort also dann auch über die Rampe mit einem Rollstuhl zum Beispiel barrierefrei dann dieses Podest erreichen kann. Damit dann auch mal etwas dichter an den Bühnen dran sein kann. Das andere Podest war genau mittig im Front of House untergebracht. War da eigentlich perfekt positioniert, dass man von dort aus beide Bühnen ganz hervorragend sehen konnte. Und diese war auch noch überdacht. Das heißt, bei Schlechtwetter, bei Regen war man dort geschützt. Auch bei Sonneneinstrahlung, das kann auch sehr unangenehm werden, hat man einen gewissen Sonnenschutz durch das Dach gehabt. Und dann gab es das eigentliche Inklusionscamp. In dem Bereich ist auch die Presse unter anderem untergebracht gewesen. Deswegen habe ich das sehr direkt dann auch miterleben können, weil auch ich habe dort mit dem schwarzen Schaf dann gestanden. Wir haben immer ganz hinten gestanden, damit wir da nicht jetzt irgendwo die kurzen Wege in Anspruch nehmen. Das finde ich auch hervorragend so gelöst. Das gehört sich für mich auch so. In diesem Bereich ist zu einem Flächenwachstum um das 2,5-fache gekommen. Also im Jahr 2024 ist diese Fläche 2,5-mal so groß wie im Vorjahr. Dort waren untergebracht 2024 insgesamt 102 Gäste mit Behinderung und diese kamen mit bis zu 4 Begleitpersonen dort im Camp unter. So dass insgesamt etwa 300 Personen das Camp als Inklusionscamp in diesem Jahr genutzt haben. Dieser Bereich hat eine eigene Rezeption. Das ist auch der Bereich, in dem das Interview mit Björn stattgefunden hat. Wir haben also auch den Dreh dann gegebenenfalls unterbrochen, wenn dann gerade mal eine größere Gruppe kam und es gab Fragen oder es gab irgendwas zu klären, dann haben wir den Dreh kurz unterbrochen, weil das hat absolut Vorrang gehabt. In diesem Bereich gab es dann auch eine eigene Ausgabe für Festivalbändchen und für Fragen konnte man sich dort jederzeit an die Leute wenden, 24/7. Also es war durchgehend besetzt, aber immer ein Ansprechpartner da, der einem dann weitergeholfen hat. An dieser Stelle gehen wir jetzt mal rüber zum Interview mit Björn, das ich dann an geeigneter Stelle nochmal wieder unterbrechen werde, wenn ich hier nochmal wieder Daten und Fakten dazwischen mische. Ja Mensch, ich habe jetzt gerade mal so gefragt, als ich hier so rübergekommen bin, habe ich auch gleich den richtigen Ansprechpartner hier gehabt. Björn sitzt mir gegenüber. Hallo. Du bist schon seit ein paar Jahren hier im Gange, habe ich so mit aufgeschnappt. Also ich bin hier seit 2016 Gast, ja, weil mir gesagt wurde, das ist hier so ein geiles Festival, weil ich bin ja Rollstuhlfahrer und
Mir wurde gesagt, dass ich hier hingehen soll, wenn ich Rollstuhlfahrer bin, weil das hier ganz gut inklusiv ist. Und bin dann hergekommen und habe festgestellt, ja, auch 2016 waren sie schon ganz gut. Aber du hast dich damit nicht zufrieden gegeben, ne? Nee. Also ich habe schon immer so, also immer wenn ich irgendwo auf Barrieren stoße, dann versuche ich die immer aus der Welt zu schaffen, weil es ist mir ein Anliegen, dass Menschen mit Behinderung irgendwie ein gutes Leben führen können, weil ich total eigennützig, weil das will ich ja. Ne? Ist in meinen Augen vollkommen legitim. Will ja wir wollen jeder, alle was. Wollen ne? wir alle, ne? Ja. Also mache ich auch mal den Mund auf. Ne? Ja. So, und ja, so bin ich dann hier so ein bisschen reingerutscht. Und Dani sagt ja immer, also es geht ja jetzt hier um das Projekt Kultur für alle, nehme ich an, was du wo steht drauf. Steht auch schön auf dem T-Shirt, ne? Rockhards Kultur für alle. Genau. Wir haben hier so ein inklusives Camp, relativ professionell aufgezogen. Da kommen wir wahrscheinlich gleich nochmal genauer drauf. Aber Dani sagt immer, weil ich mich mal über den Parkplatz beschwert habe, das habe ich. Bin ich jetzt dazu gekommen, irgendwie hier den. Wie hat heute Morgen jemand zu mir gesagt? Lord of Inclusion. Ja, da empfehle ich euch auch, also das verlinke ich auch unter dem Video. Guckt mal auf den Kanal von Herrn Dark. Ne, das ist der Chris, der Siffi wird er hier auch gerne genannt. Der hat auch schon ein super Interview mit dir gemacht. Danke. Und da kommt nämlich genau die Geschichte mit dem Parkplatz, wie das gekommen ist. Ne, das könnt ihr euch bei ihm auf dem Kanal auch nochmal angucken. Ja, genau. Ne? Ja, das war. War natürlich gar nicht beschwert, sondern es war so, dass der Tagesparkplatz einfach auf dem Berg lag und das ist für einen Rollifahrer einfach scheiße. Einfach, wenn man abends dann wieder den Berg so, und ich bin eben, wie gesagt, jemand, der dann den Mund aufmacht und einfach mal fragt. Ne? Ja. Weil wenn man freundlich fragt, dann kriegt man meistens auch freundliche Antworten. Mhm. Und das ist halt das, was mir so nahe liegt. Irgendwie. Und es hat funktioniert. Ne? So. Naja, also da bin ich dann irgendwie mit Dani, das ist ja die Promoterin von dem Festival, die haben mal einen Buddy zusammen, macht die das ja. Und dann hat sofort verstanden, was es ist, hat mir gleich irgendwie die Möglichkeit gegeben, nicht oben am Berg zu parken, sondern eben so, dass ich eben als gut ins Festivalgelände kam. Und irgendwie ist der Kontakt nie so wirklich abgerissen, immer wenn sie eine Frage hat, hat sie mich angerufen irgendwie. Und ja, und heute bin ich halt Lord of Inclusion. Und das ist nämlich das, ich bin jetzt eigentlich nur so als ja Nebenprodukt, ich bin akkreditiert worden, das ist für mich auch immer ganz wichtig, weil sonst kann ich einfach keine Videoaufnahmen machen und ohne Videos bringt das für mich auf dem Kanal halt wenig, für YouTuber. Und jetzt ist es hier tatsächlich so, dass alle Pressegäste im selben Bereich, aber ganz hinten, wir nehmen also keine Plätze hier vorne dann weg, aber wir sind ganz hinten in dem Bereich auch genau, das war tatsächlich am Anfang anders, weil die Presseleute waren meistens Die waren früh da und wollen natürlich auch nicht weit laufen. Ja. Aber wenn du gehbehindert bist, dann ist es natürlich so. Da ist jeder Meter. Genau, da zählt jeder Meter, exakt. Mhm. Und ja, das konnten wir ändern. Ja. Und ich finde ja, dass diese Abtrennung gar nicht notwendig ist. Aber im Moment steht hier noch Handicap Camping dran. Ne? Ja. Und ich bin mal rumgegangen, habe die Leute mal gefragt, hier ist nicht ein einziger Golfer. Ne? Ja. Keiner hat ein Handicap. Kein einziger hat ein Handicap hier. Entweder sind das Presseleute oder sie haben eine Behinderung. Ja. Aber ein Handicap hat hier keiner. Ja. Das ist ja ein Schade eigentlich. Ich hätte gerne mal mit so einem Golfer darüber gesprochen. Nee, Spaß beiseite. Das Wort Handicap ist das ist so ein Euphemismus für behindert, weil kein Mensch möchte behindert sagen oder Behinderter. Weil das einfach so einen negativen. Ja, ich habe mich selber dabei erwischt, wie ich denn gefragt worden bin, wo stehst du denn eigentlich? Bei mir, mein Auto heißt ja das schwarze Schaf. Wo stehst du denn mit deinem schwarzen Schaf? Ja. Und ich habe dann auch gesagt. Kannst du ja mal sagen, im VIP-Camp. Ja, aber VIP kommt mir auch wieder so blöd vor. Ne? Dann sagst du Pressecamp. Aber da sagst du genau das Richtige. Da tust du eigentlich den Finger in die Wunde. So behindert mag man eigentlich nicht sagen. Nee, genau. So, und das ist aber ein großes Problem, finde ich. Also jeder findet einen anderen Euphemismus für das Wort Behinderung, weil er das nicht sagen mag. Und die Behindertenszene ist gerade dabei, irgendwie dieses Wording wieder mit positiven Sachen zu besetzen. Ja. Weil wir, also es gibt auch, also entweder sagst du behinderter Mensch oder Mensch mit Behinderung. Es gibt beide Seiten. Behinderter Mensch ist eigentlich besser, kommt aber schlechter über die Lippen. Ja. Warum ist es besser? Weil wir sehen das inzwischen so, also oder früher war es so, dass ja die körperliche Versehrtheit, ist das ein geiles Wort. Was die deutsche Sprache nicht alles so hat. Hammer. Ja. Hammer. Mhm. Es gibt ja auch den deutschen Versehrtenverband. Ja. Also
das stand im Vordergrund. Also ich hatte eine körperliche Einschränkung und das war meine Behinderung. Ja. Ne? Das heißt, es ging um mich. Ich war das Problem. Ja. So, heute gehen wir eigentlich davon an, und deswegen ist Mensch mit Behinderung, da ist wieder die Behinderung irgendwie Teil des Menschen. Mhm. Aber sie steht nach dem Menschen, deswegen sagen einige Mensch mit Behinderung. Mhm. Mensch steht vorne. Ist also vom Wording her ganz gut. Finde ich auch tatsächlich. Und kommt auch gut über die Lippen, finde ich. Ne? So. Und behinderter Mensch kommt nicht so gut über die Lippen, ist aber eigentlich, finde ich persönlich, der bessere Ausdruck. Weil da ist der behinderte Mensch ist da ist behindert das Adjektiv. Ja. So, und ich sitze hier jetzt vor dir im Rollstuhl. Und wenn ich bin in diesem Moment, wo ich vor dir im Rollstuhl bin, bin ich nicht behindert. Mhm. Ne? Weil ich habe ja meine Gehhilfe sozusagen dabei. Und wenn ich hier übers Festivalgelände rolle, dann habe ich hier nirgends eine Behinderung. Ja. Ne? Weil entweder gibt es eine Rampe oder ne? So. Und das heißt also, es gibt die soziale Behinderung. Wenn ich vor einer Treppe stehe, bin ich behindert. Und das loslegen. Okay. Wir haben kurz, für den Schnitt, ne? wir haben kurz einen Break gemacht, weil hier kam gerade eine größere Gruppe und jetzt setzen wir wieder an. Oh, da kommt Mutti von Sjanze. Einmal winken. Genau. Also ich war, die glaube ich, stehen geblieben. Ja, die ist flott, ja. Die hat ein E-Bike vorgespannt. Ja. Wir waren stehen geblieben bei sozialer Behinderung und ich hatte ja kurz erwähnt, dass ich eigentlich erst dann in dem Moment behindert bin, wenn ich vor einer Treppe stehe. Also weg von der körperlichen Behinderung hin zur sozialen Behinderung. Und das ist so in der Behindertenszene gerade so, dass, und deswegen ist das Wording so wichtig. Mhm. So, und wir wollen den Begriff behindert auch aus dieser Schmuddelecke, sagt man das? Nee, ne? Also ich möchte diese das Negative, was das Wort beinhaltet, einfach weghaben. Ja. So, wir wollen das Ganze wieder. Dass es einem leichter fällt, dieses Wort auch wirklich zu verwenden. Genau, ja. Also, weil ich bin ein behinderter Mensch, das ist einfach so. Ne? Ja. Und das gehört zu mir wie mein Bein und wie mein Arm. Ja, wäre Quatsch, das genau, zu verschweigen. Und meine dicke Nase. Ne? So, und über meine dicke Nase bin ich auch nicht glücklich. Ne? So, obwohl, also mit meiner Behinderung, das ist einfach ein Teil von mir. Und das ist überhaupt nicht schlimm. Und ich merke aber immer wieder, dass Leute eben halt so, dass es heute immer noch Menschen gibt, die einfach diese Berührungsängste haben. Mhm. Ja, und ich kann das auch ein bisschen nachvollziehen, weil bei uns in der deutschen DNA ist das einfach drin, irgendwie so, dass das ein bisschen schwierig ist. Ne? Und wir sind ja lange darauf konditioniert worden, dass Menschen mit Behinderung oder behinderte Menschen einfach Sorgenkinder sind. Ne? Mhm. Und ja, ich bin groß geworden mit dem, was heute Aktion Mensch ist, war damals Aktion Sorgenkind. Schön, dass du das sagst. Ich wollte das nicht sagen, weil ich wollte sie nicht diskreditieren, aber wir sind halt durch diese Sprachmuster sind wir darauf konditioniert worden, dass Menschen mit Behinderung einfach Sorgenkinder sind. Und wenn ich jetzt so auf mein Leben gucke, dann würde ich sagen, so ein richtiges Sorgenkind bin ich nicht. Ne? Also ich will nicht sagen, dass ich immer happy und glücklich und alles super ist. Ne, auch ich habe meine dunklen Tage, wo ich irgendwie mal so im Bett liege und denke, so heute will ich aber mal gar nicht aufstehen. Das war Dienstagmorgen, bevor das Camp hier anfing, war das so ein Tag, wo ich dachte, sag mal, wie bescheuert bist du eigentlich? Ne? Ja. Hier ist viel für Inklusion gemacht worden. Ihr habt in den letzten Jahren schon so ein bisschen gelernt. Was gibt es eigentlich so für Anforderungen, die einzelnen Behinderungen so mit sich bringen? Was kann man dafür tun? Da habt ihr hier eine ganze Menge gemacht. Ich habe das, wie gesagt, in dem Video von Chris zum Teil auch schon gesehen. Aber da darfst du gerne jetzt mal einmal so die Angebote einfach dann darstellen. Weil das ist das, was die Leute mich fragen. Ja. Wenn ich dies oder jenes habe, was kann man hier denn eigentlich an Pflegeleistungen zum Beispiel überhaupt alles bekommen? Ja. Elevator Pitch, ne? Nicht eine halbe Stunde. Nee, wir haben nach Corona haben wir das, also hier gibt es schon immer ein Camp für Menschen mit Behinderung. Ja. Und nach Corona war der Bedarf sehr groß. Ne? Das Camp ist übergelaufen. Mhm. So, ne? Und da haben wir gesagt, so, das darf nicht normal passieren. Das war blöd. Ne? Ja. Also wir mussten tatsächlich Leute abweisen, die mussten auf einem normalen Campground campen, obwohl sie eigentlich hier diese geschützte Umgebung haben wollten. Mhm. Dann haben wir uns hingesetzt und gesagt, so, das müssen wir mal ein bisschen professionalisieren. Und haben dann das Projekt, also Dani und ich, wie gerade ich davon schon, Dani ist die Chefin hier, und haben wir dieses Projekt Kultur für alle gegründet. Und wir hatten eigentlich vor, dann tatsächlich das Festival so auszugestalten, dass alle Menschen, die hier hinkommen möchten, auch hier hinkommen können. Mhm. Und das völlig egal ist, ob du dir gerade ein Bein gebrochen hast
ob du schwanger bist, ob du ganz normaler Fußgänger bist. Wir Behinderten sagen ja zu euch Fußgänger. Ja, also ja. Wir Rollstuhlfahrer, nicht wir Behinderten. Also wir Rollstuhlfahrer, wir sagen zu euch ja Fußgänger. Ne? Egal, ob du ein Autist bist, also egal, ob du schwerstbehindert bist, also in so einem E-Rolli sitzt und ab, vom Hals ab, oh, ich fasse immer dein Mikro an, sorry, vom Hals ab gelähmt bist, irgendwie so, wir möchten diesen Menschen allen die Möglichkeit geben, hier hinzukommen. Mhm. Und das ist sozusagen der, der Plan hinter diesem Projekt. Und wir möchten hier ein Leuchtturm sein, ein Vorbild für andere Festivals. So, das war so die Idee hinter dem Projekt. So, und was gibt es jetzt hier alles? Da haben wir uns natürlich Gedanken gemacht, was brauchst du denn? Ne? Und wir haben jetzt festgestellt, wir hatten mal einen Schwerstbehinderten hier, also musst du auch gucken, dass es einen Pflegecontainer gibt, irgendwie, wo dann auch ein Schwerstbehinderter auf einer Pflegeliege und eine Dusche bekommen kann. Mhm. Und du sitzt direkt davor. Also wir haben hier einen Container stehen, da ist ein Deckenlifter drin, da kannst du also jemanden aus dem E-Rollstuhl rausliftern und auf eine Pflegeliege legen und den da dann Körperpflege machen. Ja, so. Ja. Was eben sonst im Rollstuhl nicht geht und ohne das wäre dann, und dann für diesen Personenkreis der Besuch gegangen. Genau, dann könntest du nicht kommen. Ne? Ja. So. Und dann haben wir, sehr schön, danke. Und dann haben wir, dann hatten wir hier tatsächlich mal eine schwerstbehinderte Person, da hatten wir den Container noch nicht. Mhm. Da haben wir daraus haben wir gelernt, wir haben die Begleitperson, ist bei uns am Festival frei. Also wenn du einen Schwerbehindertenausweis hast und in dem Schwerbehindertenausweis ein B oder ein H ist, dann bekommt die Begleitperson hier auf dem Festivalgelände freien Eintritt. Ja. Das ist aber völlig unabhängig hier vom Inklusionscamp. Mhm. Hier kannst du uns, also wir haben hier eine E-Mail-Adresse, inklusion@rockharts.com. Nochmal? inklusion@rockharts.com. Blende ich mit unter Video ein, ja. Da kannst du eine Mail hinschicken. Mhm. Und kannst sagen, warum du hier in dieses Inklusionscamp kommen möchtest. Ja. So, wenn du das gut begründen kannst, warum du hier rein möchtest, also eine schlechte Begründung ist, ich will nah am Infield sein. Ja. Das ist eine schlechte Begründung. Ne? Auch eine schlechte Begründung ist, ich will nicht am Duschcamp duschen, sondern bei euch. Ne? Ja. Weil wir haben hier behindertengerechte Duschen. Mhm. Das ist auch keine so eine gute Begründung. Aber wenn du dir zum Beispiel kurz vorm Festival das Bein gebrochen hast, dann kannst du dir auch noch am Tag des Festivals hier dich bei uns melden und dann nehmen wir dich hier auch auf. Ne? Ja. Also wir versuchen, wie gesagt, alle hier unterzubringen, die das, zu machen, das was geht. Ne? Ja. Genau. Und wir haben hier blinde Menschen, wir haben hier gehörlose Menschen, wir haben hier Menschen, die nicht gut laufen können, mit Rollatoren, mit Rollstühlen, alles mögliche. Wir haben Leute mit gebrochenem Bein, die eine Orthese tragen und. Die sind hier alle untergebracht. Mhm. So, und ich war aber vorhin stehen geblieben bei dem Schwerbehinderten, der mal hier war und der auch das Festival besucht hat. Und wir haben gesehen, irgendwie, der hatte eine Begleitperson. Genau, da war ich abgeschwiffen. Ja. Schwuffen. Ich weiß nicht, wie man es nennt. Diese Begleitperson war maximal überfordert. Mhm. Und deswegen haben wir gesagt, so, gut, okay, da lernt man dann draus, du brauchst hier einen professionellen Pflegedienst. Ja. Und das haben wir hier. Wir haben hier drei examinierte Kräfte und ich weiß gar nicht genau, wie viele. Ich glaube, 25 Pflegekräfte, die, und das sind in der Regel Azubis, die hier jetzt rund um die Uhr die Pflege sicherstellen. Das heißt, rund um die Uhr kannst du 24 Stunden am Tag können wir hier Pflege gewährleisten. Und durch die examinierten Pflegekräfte, die wir dabei haben, also das sind dann Anleiter, können die Azubis dann diese Pflege auch machen. Ja. Ne? So. Die arbeiten tatsächlich im Dreischichtbetrieb und das haben wir im letzten Jahr eingeführt und es ist hier Bombe eingeschlagen. Mhm. Also zum Thema Pflegedienst noch einmal hier im Detail aus der Mail. Es war so, dass im Jahr 2024 durch das Team der Lebenshilfe Braunschweig der Pflegedienst organisiert wurde mit einer 24-Stunden-Betreuung, mit einer Pflegedienstleitung, einer Heilerziehungspflegerin und einer Krankenschwester für Intensivmedizin, 4 Heilerziehungspfleger, 13 Azubis der Generalistik aus dem Ausbildungsverbund BPZ, 3 ausgebildete Pflegekräfte und 2 Verwaltungsfachkräfte an der Rezeption sowie 10 ehrenamtliche Helfer. Insgesamt ist das also ein 35-Personen-starkes Team gewesen, also sogar ein bisschen mehr als eben jetzt gerade Björn hier aufgezählt hat, hat ja nur grob schätzen können. Und die sind alle leidenschaftlich engagiert gewesen dort vor Ort, das hat man auch wirklich gemerkt. Wir haben hier ein Sanitätshaus, also so ein mobiles Sanitätshaus. Ja. Das heißt, wenn du hier mit deinem
Rolli oder mit deiner Prothese oder mit irgendeiner Gehhilfe Probleme hast, gehst du zu ihm hin und der fixt das Problem. Ja, ne? Quasi die Rollstuhlwerkstatt, wenn irgendwo was kaputt geht, ADAC. Was ja in dem Gelände hier super schnell... ADAC, ne? Also ich kann ja sagen, der hatte letztes Jahr mit mir am meisten zu tun, weil ich hier dauernd mein Handbein kaputt hatte. Aber nee, das stimmt nicht. Also er hat auch andere Sachen. So, und bei ihm kann man auch, also wenn man jetzt im Vorfeld weiß, also du möchtest gerne dieses Festival im Rollstuhl besuchen, weil du zum Beispiel eigentlich am Rollator gehst, aber weißt, wenn ich hier im Rollator unterwegs bin, das ist blöd. Und ich habe hier die Bande, die würde mich ja auch im Rollstuhl hier durchschieben. Dann kann man bei ihm gegen einen Kostenbeitrag auch einen Rollstuhl leihen. Der bringt ihn dann hier mit hin zum Festival. Das heißt, musst du ja nicht mal da hin und den abholen, kann man auch machen. Aber muss man nicht und dann hast du einen Rollstuhl da. Oder er bringt Gehhilfen mit oder was auch immer du brauchst. Also im letzten Jahr hat er irgendwie auch mal, hat er jemand, oh Pipi-Kaka-Team, ist das in Ordnung? Also immer. Es gibt hier Leute, die haben einen eigenen Toilettenstuhl dabei. Und dann ist es halt so, dass die, und die hatten ihren einmal vergessen, den man unter den Toilettenstuhl, ne, hat er einen dabei und hat den, ne, so. Also wir kriegen hier also fast alles gebacken, was irgendwie da ist, was im Alltag wirklich vorkommt. Auch die Dienstleistung des Sanitätshauses wollen wir noch mal genauer auseinandernehmen. Das Sanitätshaus Werner und Habermals Goslar hat einen mobilen Hilfsmittelverleih vor Ort betrieben und Reparaturservice für Rollstühle und Hilfsmittel aller Art dann vor Ort gehabt. Man konnte dann eben auch gegebenenfalls, wenn man ein Hilfsmittel braucht, es dort mieten und es wurde einem dann am Festivalgelände dann angeliefert. Man musste es also nicht irgendwo vorher dann abholen und mitbringen. Das konnte man im Vorfeld dann alles entsprechend dort organisieren. Und die Unterstützung natürlich, weil Schäden treten spontan auf, die ist natürlich von so einem Sanitätshaus absolut mega wichtig vor Ort. Ne? Und du hattest mich, glaube ich, im Vorgespräch gefragt, ob ich mal aufsehen kann, was alles an Pflegeleistung hier möglich ist. Ein Wort, alles. Also alles. Die, ja genau, wir haben hier examinierte Pflegekräfte. Okay, was wir hier nicht können, wir können nicht operieren, weil wir haben keine Ärzte. Ja. Aber ansonsten, so was Pflege angeht, sind wir hier ziemlich weit vorne. Ja, genau die Frage ist bei mir jetzt gekommen auf dem Kanal. Genau. Gerade nach dem letzten Video vom Donnerstag war das, da habe ich jetzt tatsächlich einen Rollifahrer gehabt, der crowdsurfend über die Menge gehoben worden ist. Finde ich einen ganz tollen Moment. Sowas genieße ich, wenn ich sowas sehe. Ich habe auch als Thumbnail darunter geschrieben, das ist für mich Metal irgendwo auch. Ja, da könnte ich jetzt was zu sagen. Ich weiß, dass das tatsächlich kritisch gesehen wird, weil ich habe mit einem anderen... Ich finde es nicht ganz so geil tatsächlich. Es gibt da viele Probleme dabei. Aber ich weiß schon, dass das natürlich auch ein Bild ist, was tatsächlich immer funktioniert. Ne? Also, also die Leute verbinden... Also das ist übrigens aber auch ein großes Problem. Also Behinderung ist nicht Rollstuhl. Ne? Ja. Behinderung ist blind. Behinderung ist sehbehindert. Ja. Ne? Behinderung ist Angst zu haben, in großen Menschenmengen zu sein. Ja? Und wir haben hier ganz viele Leute, die mit einer unsichtbaren Behinderung rumlaufen. Ne? Ja. Weißt du, der Rollstuhl ist einfach, das Zeichen für Behinderung in Deutschland ist der Rollstuhl. Ja? Das wird von vielen Behinderten als nicht ganz so glücklich angesehen, weil es gibt so viele Behinderungen. Ne? Also, aber es gibt natürlich auch kein schöneres Bild. So. Also es ist wirklich schwierig. Ja. Und dann ist es, finde ich, noch so, also ich wiege nun knapp 100 Kilo. Mein Rollstuhl wiegt ungefähr 12. Mhm. Also ich bin so insgesamt auf über 100 Kilo. Und wenn das Ding runterrauscht, ne? Ja. Dann, also wenn da mal jemand anpackt, der den Rollstuhl nicht richtig zu fassen kriegt, also um mich mache ich mir keine Sorgen. Mhm. Ich bin ja schon im Querschnitt, ne? Ja, ja. Aber da kommt aber natürlich eine gewaltige Menge genau, und deswegen finde ich das persönlich eigentlich nicht ganz so geil. Also ich bin ja auch hier Fotograf auf dem Festival und meine Fotografenkollegen, die hauen mich jedes Jahr an, ne? Mach mal. Ne? Die wollen ja auch nicht immer denselben. Weil wir haben hier einen, der ja jedes Jahr kommt und jedes Jahr surft, ne? Jedes Jahr auch 15 Mal. Ja, ne? Vielleicht ist das genau der, den das ist der, den du gefilmt. Es gibt hier keinen anderen. Ah, okay. Und sie wollen auch gerne mal einen anderen fotografieren, deswegen fragen sie mich immer und ich sage jedes Jahr, nein Leute, es tut mir leid, ich mache das nicht, aus den eben genannten Gründen. Aber es ist auch total in Ordnung, wenn er das für sich verantworten kann, finde ich das auch fein. Und wie gesagt, für die Leute ist das auch ein Bild von Inklusion. Ja. Ne? So, und du, so wie du da untergeschrieben hast, das ist für dich Metal, gebe ich dir nachher nochmal einen Link von einem rollstuhlfahrenden Menschen, der genau das Thema, vielleicht könntest du das Video beleuchten. Das verlinke ich gerne. Ja, gerne, verlinke mal das Video. Da erzählt er als Rollstuhlfahrender Mensch, der vorher Fußgänger war und vorher
Festivalgänger war und jetzt auch wieder Festivalgänger ist, der beleuchtet genau das Thema. Und ich finde, der hat das so auf den Punkt gebracht, da muss ich jetzt gar nichts mehr sagen. Verlinke sein Video und wenn die Leute das gucken würden, würde ich mich sehr freuen. Ja. Weil er hat das so auf den Punkt gebracht. Das finde ich auch das Tolle am Medium YouTube. Genau. Ich habe da überhaupt gar keine Probleme damit, dann meine Reichweite auch mal zu nutzen, um auf sowas dann aufmerksam zu machen. Und er hat das so auf den Punkt gebracht, irgendwie. Das könnte ich nicht besser jetzt sagen. Ne? Ja, und wir versuchen quasi jetzt jedes Jahr jedes Jahr besser zu werden natürlich. Ne? Mhm. Wir haben im ersten Jahr, als wir das Projekt gegründet haben, das war vor 2 Jahren knapp, und im letzten Jahr war dann sozusagen das erste Mal der Ausfluss. Also letztes Jahr war das erste Mal Festival unter der Flagge Kultur für alle. Mhm. Und wir lernen jedes Jahr dazu. Ne? Ja. Letztes Jahr haben wir, wie gesagt, Rollstuhlfahrende Menschen im Fokus gehabt, haben hier eine Rollschulautobahn gebaut. Ja. Die habe ich eben ja schon im Intro so ein bisschen thematisiert, dass wir hier die ausgemusterten Transportbänder dann haben. Genau. Dass also egal, wie sich die Bodenverhältnisse entwickeln während eines Festivals, man irgendwo eine feste Unterlage hat. Genau, ne? das sind einfach Transportbänder aus dem Kieswerk, die wegschmeißen, und wir haben die einfach abgeholt und hier ausgelegt. Und es ist, die Idee ist aber geklaut, die habe ich nicht selber entwickelt. Man darf gute Sachen klauen. Ja, finde ich auch. Leute, es tut mir so leid, es ist ein Festival in Bayern und ich habe den Namen vergessen. Ich würde die so gerne promoten. Ich hoffe, es fällt mir noch mal irgendwann ein, wie die hießen. Also so nette Menschen. Irgend so ein kleines Festival in Bayern. Die haben diese Idee entwickelt und ich finde die großartig. Ja. Und es funktioniert assrein. Wir machen die mit Tellerkopfschrauben im Boden fest, dass sie nicht verrutschen können. Tellerkopfschrauben habe ich es auch geklaut. Ja. Ne? Also es gibt einen Camping-Podcast. Camping-Caravan-Podcast. Da weiß ich, wer das ist. Hervorragend. Genau. Ne? Und bei den Jungs habe ich das mit den Tellerkopfschrauben erfahren und geklaut. Und ich bin nur noch mit Tellerkopfschrauben beim Camping unterwegs. Also Tellerkopfschrauben, bestes Mittel. Da kommt man super in den Boden rein und die Anker halten. Und die halten wirklich. Die halten. Da brauchst du keine Sturmanker mehr. So. Ja. Ja, also zurück zum Thema. Die haben dann diese Rollstuhlautobahn gebaut und die war kaum gelegt. Da kommen die Menschen mit Sehbehinderung und die Blinden bei mir an und fallen mir um den Hals, dass ich jetzt eine geile Idee hatte. Und ich so, hä? Ich habe hier eine Rollstuhlautobahn gebaut. Ne? Ja, Mann, wir haben jetzt hier anderen Untergrund. Das heißt, wir wissen jetzt, wo die Wege sind. Ne? Ja. Wir haben nicht mehr die Grasnarbe unter, sondern ne, wir haben, das ist schwarz, das ist ein hoher Kontrast, das ist für die Sehbehinderten gut. Die sind ja nicht komplett blind, die haben ja oftmals noch eine Restsehkräfte. Genau, Sehbehinderte, die haben ja eine Restsehfähigkeit, aber da brauchst du halt hohe Kontraste. Ja. Ja. Und das haben wir hier. Das heißt, für die ist das super. Und für die, die mit dem Touchdruck unterwegs sind, ist das ein anderer Belag. Mhm. Also ich habe, darf ich kurz ein kleines Beispiel geben? Ja, klar. Ich habe gestern hier eine vollblinde Person, die mit Touchdruck ist, in Empfang genommen, die ungefähr in der Mitte von dem Camp irgendwie zeltet. Sie fragte mich, wo die Toiletten sind. Und ich wollte sie da hinbringen und sie meinte, da brauchst du nicht. Muss mir nur sagen, wo. Genau, ich habe ihr einfach nur die Richtung gezeigt und dann ist sie losgelatscht. Ja. Und danach ist sie wiedergekommen. Die ist komplett alleine auf die Toilette gegangen. Und ich finde, was gibt es Schöneres? Ja. Als diese, weil du willst, weißt du, so Hilfe ist ja toll. Ne? Ja. Also finde ich auch. Seitdem ich im Rollstuhl sitze, habe ich so den Glauben an die Menschheit wiedergefunden. Mhm. Weil du merkst plötzlich, wie hilfsbereit die Leute sind. Ne? Manchmal geht es über das Ziel hinaus, aber macht nichts. Ne? Ich finde, die Hilfe zu geben, einfach wunderbar. Ne? Also ich habe oft so, also ich habe so Türen, die mir aufgemacht werden, die will ich gar nicht durch. Ne? Ja. Ne? Also gibt es tatsächlich, das ist kein Spruch. Ne? Ich bringe dich über die Straße, ich wollte doch gar nicht dahin. Genau. Ja, ja, das ist dieser Witz, den man über die Oma macht. Genau. Ne? Nee, aber ich erlebe das tatsächlich im wirklichen, im echten Leben. Ne? Also das Härteste war mal in Hamburg am Saturn. Ne? Mhm. Da kommst du vom Hauptbahnhof, gehst am Saturn vorbei und dann gehst du in die Haupteinkaufsstraße in Hamburg. Und es war regnerisch. Ne? Und ich wollte das Vordach vom Saturn nutzen, um nicht den ganzen Weg nass zu gehen. Und bog dann Richtung Saturn ab. Da ist wirklich original, aus 50 Meter Entfernung, einer angesprintet und hat mir die Tür vom Saturn aufgemacht. Die sind auch schwer aufzumachen. Also insofern hat er eigentlich alles richtig gemacht. Ich wollte da nur gar nicht rein. Du wolltest eigentlich nur das Vordach nutzen. Ja, ich wollte nur. Ich sagte ihm, das tut mir so leid, irgendwie, du bist so toll, irgendwie wirklich. Und ich habe mich dann ganz toll bei ihm. Ich bin dann nicht in den Saturn gefahren, weil ich will, ne, das finde ich dann auch scheiße. Ja. Irgendwie hat er verstanden, er macht das auch das nächste Mal wieder. Ne? Ja. So, und
ja, also so, ne, also Hilfsbereitschaft ist einfach da. Ne? Aber ich denke, ganz wichtig ist eben auch, man genießt, denke ich, auch jeden Moment, wo man ohne diese Hilfestellung Schritte selber machen kann. Ja, ja, klar, dass man eine Selbstständigkeit irgendwo für sich selber. Weißt du, du willst autonom auf die Toilette gehen, du willst nicht jemanden fragen, ob er gerade mal Zeit hat, dich zum Pinkeln zu bringen oder was, ne? Also, und das sind andere Wort sage ich jetzt nicht. Solche, ne? Nee, aber das sind natürlich solche goldenen Momente, wenn man ein Transportband ausgelegt hat, eigentlich für einen ganz anderen Zweck, genau. Und dann plötzlich feststellt, hoppla, da habe ich jetzt zwei Fliegen mit einer Klappe und da habe ich überhaupt nicht vorher mit gerechnet. Nee, genau. Ganz geil, toll, ne? Ganz geil. Klasse. Und vor allen Dingen mit so einfachen Mitteln. Ne? Das ist wirklich kostenlos und das kann nun wirklich jedes Festival machen. Ja. Ne? Und dann haben unsere Siebenatten, also Dani und ich haben dieses Projekt gestartet, ne? und die Leute, die da jetzt mitwirken, das wird immer größer und immer mehr. Ne? Also wir haben hier Gäste auf dem Camp, die sind seit ewigen Zeiten auch hier, ne? Also seit mehr als 10 Jahren, und die sind sehbehindert und blind. Ja. Ne? Und die haben gesagt, was für ein geiles Projekt, wir machen mit. Ne? So. Und die machen das, die kommen jetzt auch irgendwie mal einen Tag eher oder 2 Tage eher, und die kleben hier alle Stolperstellen mit Leuchtband ab, ne? Sodass du auch im Dunkeln die Stolperstellen sehen kannst. Das ist auch so ein reflektierendes Zeug. Ich glaube, das habe ich auch im Video von Herrn Dark gesehen. Ja, genau, da drüben sehen wir das. Ich filme da gleich mal. Die kann ich hier gleich mal an der Stelle drunter schneiden, solche Markierungsstellen. Ja, genau. Ne? So, da, ne, so. Und das ist auch so einfach. Ja. Ne? Dann haben sie so Spray, was auch fluoreszierend ist. Ne? Da haben wir zum Beispiel an unserer Rolli-Autobahn ist so, da gibt es manchmal so kleine Stolperkanten, weil wir da Gummis übereinander legen müssen. Das ist für den Rollstuhlfahrenden Menschen natürlich überhaupt gar kein Problem. Ja. Und die Blinden ertasten, das ist auch nicht so ein Thema, aber nur sehbehindert bist, dann ist das natürlich wirklich doof. Ne? Und da sprühen die einfach die Stellen einfach ab und fertig. Ne? Ja. So, wir können Eingänge zu, keine Ahnung, wir haben da hinten jetzt im VIP, neuerdings ist es jetzt auch so, dass die Bands, nachdem sie draußen in einem nicht barrierenfreien Bereich ihre Autogrammstunde abhalten. Ja. Hallo Metal.de, wollt ihr das nicht mal ändern? mach ruhig. Du, ich kann schneiden, das Video läuft. Das schneid, und komm, ne? Das ist super. Alles Roger. Hi. Ne? Alles gut? Ja, ja, ich habe dich schon die ganze Zeit gesehen. Wir trinken auf jeden Fall ein Bier. Auf jeden Fall. Ciao. Du bist kurz im Bild gewesen. Falls ich es drin lassen will, ist das denn für dich in Ordnung? Alles gut, wunderbar. Nee, aber also dadurch, dass jetzt diese Position mit dem mit der Autogrammstunde nicht barrierefrei ist, also so 2 Stufen vor. Also Hinweis an metal.de. Ja, genau. Mhm. Ja, die wissen das. Die wissen das schon. Ja, ja, ja. Vor allem, weil, ist egal. Also die haben auf jeden Fall eine Lösung gefunden und das ist, weißt du, so, das finde ich so geil. Also du kannst ja ruhig Barrieren schaffen, ne? Weil der Stand sieht schon geil aus. Der Stand aus, sieht, ne? Schon richtig, sieht schon geil aus, muss ich auch sagen. Ja. Ja, klar. Also es ist jetzt so, wenn die Band vorne ihre Signing-Session fertig hat, dann gehen die hinten in den VIP-Bereich rein und da haben sie einen Tisch hingestellt, wo du als rollstuhlfahrender Mensch oder als Mensch mit Behinderung hingehen kannst und dann kannst du dir da, also die Bands gehen dann da hin und machen dann Signing Session Part 2. Ja. Ne? Und auch das habe ich festgestellt, also dieser VIP-Bereich ist auch gleichzeitig der Pressebereich. Auch an solchen Stellen habt ihr dran gedacht und auch Veränderungen in den letzten Jahren, denke ich, gemacht. Ja. Da ist plötzlich eine Rampe. Ihr habt ja diese Plattform dann oben, dass man also ein bisschen erhöht dann gucken kann. Ja, da bin ich auch schuld dran. Ja. Tatsächlich, ne? Das war wahrscheinlich vorher mal ohne Rampe. Das war irgendwann mal ohne Rampe. Ja, ja, also es ist so, dass als ich hier das erste Mal auf dem Rockhaus kam, gab es eine Rolli-Tribüne und die war am Merch-Stand. Ja. Und es ist alles nicht so, wie es heute ist. Also heute ist ja der Merch-Stand halb im Infield und halb draußen. Und früher war der Merch-Stand so halb schräg vor der einen Bühne. Das heißt, du konntest auf die eine Bühne gucken. Und die andere war recht weit weg. Die andere war sehr weit weg. Und auch das habe ich bemängelt. Ja. Also ich habe eine Mail ans Rockhaus geschrieben, als ich das erste Mal hier war und habe ganz viele Sachen aufgeschrieben, die ich total toll finde, die sie gemacht haben. Ich habe die Dinge aufgeschrieben, die ich nicht so cool fand. Und ich hab geschrieben, wie ich die nicht so coolen Dinge abändern würde. Ja. Ne? So. Und das macht man natürlich nicht in so einem bissigen, sarkastischen Ton, so, ja, ihr meint, ihr seid... Ne? Ja, ja. Sondern
ich versuche das so zu formulieren, dass das auch funktioniert, ne? Weil niemand will angepisst werden. Nee. Und die meisten Menschen machen Dinge aus einem guten Glauben heraus, das wäre eine gute Sache, und manchmal geht es halt schief. Ja. Ja, so. Und diese Rolli-Tribüne ging halt sowas von schief, nach meiner Meinung, dass ich das einfach schreiben musste. Ne? Ja. So, und dann habe ich eine ganz exzellente Mail zurückbekommen, wo mir hier vom Rocker zurückgeschrieben wurde, vielen Dank für deine positive Kritik und vielen Dank für deine negative Kritik. Und haben jeden einzelnen Punkt aufgegriffen und haben mir erklärt, warum Dinge so sind, wie sie sind und erstmal auch nicht geändert werden können. Ja. Und sie haben sich bedankt für Dinge, die sie sofort ändern können. Und da gehörte zum Beispiel diese Rolli-Tribüne zu. Ne? Mhm. Das war der Punkt, wo sie gesagt haben, wir haben hier doch noch eine zweite Tribüne. Warum machen wir die nicht für die Rollis auf? Ja. Also für rollifahrende Menschen. Ja. Ne? Und das war, weißt du, das war so ein Fingerschnipp. Einfach, ja. Das bedeutete einfach so, rollifahrende Menschen müssen ein VIP-Ticket kriegen und dann läuft der Laden. Ja. Und inzwischen kriegen hier alle behinderten Menschen ein VIP-Ticket. Und haben dann entsprechend dort auch den direkten Blick auf die Bühne. Genau, wir sind hier im VIP-Camp zusammen und wir sind oben im VIP-Bereich zusammen. Und das ist, finde ich, und das war, kostet gar nichts. Ne? Ja. Und das fand ich einfach eine tolle, tolle Sache. Da, da muss ich mir auch sagen, da habe ich nämlich tatsächlich den Eindruck, hier wird unheimlich viel probiert und gemacht. Ich habe das auch bei ganz vielen anderen Festivals. Ich selber komme aus der Nähe von Wacken, 17 Kilometer von mir entfernt. Damit habe ich dann auch so mal mit der Festivalberichterstattung auf meinem Kanal, der ja ansonsten eher so Camping abdeckt. Von daher, mit den Schrauben hast du eigentlich genau mein Publikum bedient. Oh, ne? Hallo Leute. Aber da wird auch viel gemacht. Die haben ja dann auch die, die Wheels of Steel Area und auch sehr viele Pflegeangebote. Ne? Wacken ist auch so ein Leuchtturm. Ja. Ne? Also die machen wirklich viel. Ja. Aber wir wollen mehr. Mhm. Wir wollen auch die Schwerstbehinderten haben. Und was du vorhin gesagt hast, als wir, also ich kam hier dazu, da haben die sich gerade so Gedanken gemacht über, was ist eigentlich mit Gebärdensprachen? Wie kriegt man die Informationen an Nichthörende gut vermittelt? Da habe ich auch erstmal nur ganz interessiert zugehört. Ihr versucht auch das Ganze so aufzubauen, dass es auch für andere Festivals, auch die kleiner sind und die vielleicht nicht die großen Mittel zur Verfügung haben, auch nachbildbar ist. Genau, also wir haben hier ein Projekt, ne? Das geht 5 Jahre. Du musst ja Projekte, das ist ja für einen begrenzten Zeitraum. Und wir haben gesagt, wir machen 5 Jahre und versuchen in den 5 Jahren hier das Camp so zu gestalten, dass wirklich jede und jeder kommen kann. Ja. Egal ob behindert, nicht behindert oder was auch ich, ne? Was weiß ich. Ne? Und wir wollen ein Best-Practice-Handbuch schreiben, dass nach den 5 Jahren man nachlesen kann, was musst du machen, um ein Festival barrierefrei zu machen. Ja. Und wir wollen, also unser, also das hat Dani auch so in die Welt gesetzt, also sie hat das Bild von einem Überseecontainer, wo das ganze Material dafür auch drin ist. Mhm. Das heißt, du kannst dann hier beim Rockharz für kleines Geld das Material buchen. Ja. Und dann kannst du dein Festival barrierefrei machen. Also wir möchten gerne Kultur für alle, gilt nicht nur fürs Rockharz, sondern es gilt für... In der Zeit, wo das Rockharz nicht gilt, das nein, es benötigt. Gilt für, es gilt für Kultur. Ja. Ja? Ich möchte das, also ich möchte auch nicht nur Metal-Festivals ausstatten. Ja. Ich möchte alle ausstatten, die mit Open Air Veranstaltungen machen und sich fragen, wie kriege ich dieses Gelände jetzt so auf oder bearbeitet. Also, du musst das, also das Gelände kannst du ja nicht bearbeiten, aber wie kriege ich jetzt meine Umgebung so gestaltet, dass sie barrierefrei wird? Also diese soziale Behinderung, das, was wir ja eingangs hatten, so klein wie möglich zu haben. Ne? So, und das versuchen wir hier. Ne? Ja. Und das kannst du natürlich nicht alles in einem Jahr schaffen, weil das alles kostet auch ganz, ganz viel Geld. Und daran scheitert das ja auch oft, ne? Dass die kleinen Festivals einfach keine Kohle haben. Ne? Und das versuchen wir eben halt auch, da Wege zu finden, wie man an das Geld kommt. Mhm. Ne? Du kannst ja sagen, okay, ist ja einfach, nimmst du einfach 5 Euro mehr Eintritt, da hast du die Kohle für das Inklusionscamp hier. Ne? So, das würde hier funktionieren, weil wir haben hier irgendwie 24.000 zahlende Gäste, 5 Euro pro Nase. Kommt eine Summe raus. Da kannst du schon was mitmachen. Da kannst du schon an, das ist fast 100.000 Euro. Ja. Und das jedes Jahr, da kannst du schon was mitmachen. Ne? So. Aber wenn du jetzt nur 1.000 Besucher hast, mit 5.000 Euro kriegst du ja noch nicht mal so eine Toilette gebietet. Ne? Weißt du? Ja. Geschweige denn Pflegedienst bezahlt. Ne? So, und, die wollen ja auch und sollen auch alle vernünftig bezahlt das, sein. Ja, ne? Genau. Und so, genau, das ist auch so. Also wir wollen auch weg von dieser Wohlfahrtsgeschichte, weil ich bin behindert. Ne?
ich will nicht auf Wohlfahrt, also auf Goodwill anderer Menschen angewiesen sein, sondern das soll verdammt nochmal irgendwie, weißt du, ich habe vorhin schon gesagt, ne, da drüben sind die Malteser, ne? Ja. Die machen hier Rettungsdienst, ne? Das kostet richtig Schweinegeld. Ja. Ja? Und das ist eine gesellschaftliche Aufgabe, dass Menschen, die sich auf einem Festival verletzen, dass denen geholfen wird. Dass da das ist allerdings, geleistet wird. Ne, das ist allerdings eine gesetzliche Vorgabe. Ja. Ne? Also, Inklusion ist natürlich in Deutschland keine gesetzliche Vorgabe. Insofern kann sich jeder davon drücken. Aber wir wollen uns eben halt zur Aufgabe machen, dass eben halt alle begreifen, auch das ist eine Aufgabe, die müssen wir als Gesellschaft halt stemmen. Ja. So, und wir suchen eben halt dann nach Wegen, dass auch ein kleines Festival, das nur 1000 oder 500 Gäste hat, eben halt auch. Zumindest, also die werden das natürlich nicht so in dem Maße hinbekommen wie wir, aber da ist vielleicht auch gar nicht so, ne, wir haben hier 300 Leute im Camp. Ne, so. Und wir haben die Zahl von in 3 Jahren verdreifacht. Ja, also, nur mit, also im ersten Jahr haben wir tatsächlich mal einen Social Media Post gemacht, was hier schon mal die Zahl ordentlich erhöht hat. Ja. Und in diesem Jahr haben wir, ohne ein Social Media Post zu machen, haben sie uns hier wieder überrannt. Ja. Ja, so. Und wir mussten zwar diesmal niemanden abweisen, also wir haben uns jetzt präpariert, sodass wir, also auch wenn wir jetzt einen ganz hohen Andrang bekommen, darauf reagieren können. Aber wir sehen, dass wenn du was tust, dann kommen die Leute auch. Ja. Ne? So, und das ist mir wichtig, dass man das irgendwie rüberbringt, dass Kultur für alle nicht. Weißt du, ich höre immer so, naja, ich brauche hier nichts für barrierefrei machen, kommt ja eh keiner. Ey Leute, kommt hier hin und guckt euch das an. Dann seht ihr. Und wie du richtig gesagt hast, eigentlich eine gesellschaftliche Aufgabe. Ja, ja, und ich finde, es ist eine gesellschaftliche Aufgabe. Und in Deutschland ist es leider, ich verstehe es eigentlich überhaupt nicht. Ist Barrierefreiheit ist keine Pflicht. Ne? Also beim Bauen ist es jetzt schon so, dass da die Vorschriften schon so ein bisschen härter werden. Ne? Aber es ist eben halt auch so, also ich bin zum Beispiel der Meinung, dass 100% der Wohnungen barrierefrei gebaut werden müssen. Ja. Warum? Ich möchte meine Mutter besuchen können. Ich möchte dich besuchen können. Ne? Ich möchte meine Freunde besuchen können. Ja. Die müssen nicht immer zu mir in meine barrierefreie Wohnung kommen, sondern alle Wohnungen müssen barrierefrei sein, zumindest barrierefrei erreichbar. Und ich weiß, da kommt wieder, ja, ist aber so teuer. Brandschutz ist auch sehr teuer und es brennt nicht jedes Haus ab. Ja. Ne? So. Ne? So. Und das ist immer so mein Argument, das zählt nicht. Ne? Klar macht das Bauen teurer, aber es ist. Und der Zeitraum, in dem wir nicht behindert sind, ne, ist in unserem Leben relativ kurz. Ja. Du hast als Baby im Kinderwagen gesessen. Da hast du eine Vollversorgung und brauchst sie auch. Ne? Ne? Und wenn du nachher alt bist, kannst du auch nicht mehr so gut laufen. Ja. Du bist auch froh, wenn deine Wohnung barrierefrei ist. Ja, ne? Ja, das ist wirklich, das ist ein wahres Wort. Ja, also, und insofern verstehe ich überhaupt nicht, dass das nicht schon lange Gesetz ist, dass das so sein muss. Ja. Ne? Ja. Genau, aber das ist ja jetzt gesellschaftspolitisches Thema und hat wenig mit Camping und. Ich bin sowieso schon gespannt, wie ich das nachher alles schneide. Ja, das da bin ich jetzt schon gespannt. Ne? Aber, also ich kann dir sagen, das Video vom Siffler, ich habe es leider noch nicht gesehen. Ja. Ne? Ich muss mir das dringend angucken, aber ich habe noch gar keine Zeit gehabt. Ne? Ich habe mit ihm irgendwie fast eine Stunde aufgenommen und er meinte irgendwie, eigentlich hatte ich irgendwie an 2 Minuten gedacht. Ne? So. Und ich habe dann zu ihm gesagt, ich bin Podcaster und laber lange. Ne? Und dann meinte er, ja, weißt du was, ich mache vielleicht noch eine Podcast-Folge da draus. Ne? Ja. Vielleicht so als Tipp. Habe ich eigentlich jetzt schon relativ zu Anfang gleich beschlossen. Also es wird eine Kurzfassung hiervon in das Video vom Freitag reinkommen. Ja, da cool. Seht ihr jetzt also quasi gerade die Kurzfassung, wo ich versuche beim Schnitt komprimiert die Info rüberzubringen. Sollte man einen Elevator die ihr braucht. Nein, haben wir schon drin. Also das, ne? Und dann wird aber in dem Video dann auch die Langfassung nochmal verlinkt werden. Ja, cool. Die werde ich jetzt nach dem Rockharz dann senden, dass ich dann so in der kommenden Woche dann irgendwann einmal die Langfassung dann nochmal bringe. Du machst das schon. Ja, denke ich auch. Auch 2025 könnt ihr euch natürlich, wenn ihr das Video dann erst seht, als Vorbereitung auf den Rockharz 2025 an diese E-Mail-Adresse wenden, um Fragen im Vorfeld zu klären. Ich habe selber einen Fan im Inklusionsteam gehabt, der hat mich angesprochen, fand das ganz toll, dass das schwarze Schaf in seiner unmittelbaren Nachbarschaft dann jetzt gerade auch parkt. Und da habe ich dann auch tatsächlich dieses Sonnenblumensymbol gesehen.
Das trug er dann als Button und das war mir zunächst noch gar nicht klar. Da möchte ich mich auch nochmal bei Herrn Dark, beim Chris dann bedanken. Der hat ein tolles Video gemacht. Ich verlinke das nochmal wieder hier drunter ein weiteres Mal. Denn Chris hat auch in seinem Gespräch mit Björn genau diesen Punkt dann nämlich herausgearbeitet. Und dadurch, dass ich sein Video gesehen habe, also Chris, ich gucke auch deine Videos an, ne? Vor allen Dingen die Reihe eine Woche vorher schon mit dem Aufbau, fand ich wirklich echt klasse. Also guckt wirklich mal auf seinen Kanal. Da hat er das alles schon erklärt. Und dadurch war mir das schon bekannt und bewusst, was soll denn jetzt eigentlich diese Sonnenblume dann sagen? Und was sie tatsächlich sagt, das gucken wir uns direkt im Interview mit Björn wieder an. Was mir noch ganz wichtig ist, weil ja, da hast du noch nicht drauf. Wir haben schon über Sehbehinderungen gesprochen. Da ist auch ganz viel, habe ich auch im Intro. Das hast du gar nicht gehört, weil da bin ich hier runtergegangen und habe für mich selber reingesprochen. Die Speisekarten, die man dann über QR-Code sich dann vorlesen lassen kann, ja, das habe ich alles schon mit drin gehabt. Aber ein Punkt, den ich auch noch gesehen habe beim Sifi, die Sonnenblume. Ah, okay. Ja, die Sonnenblume, genau. Ja. Also Menschen mit Autismus, also aus dem Autismus-Spektrum, die haben, die sind ja, also die haben das Problem, dass man die zum Beispiel, also es gibt ganz viele Eigenschaften von Autisten, aber eine ist zum Beispiel, dass sie nicht angefasst werden dürfen. Ja. Ja, weil das ist für die nicht so gut. Und das bedeutet Stress, ne? Genau, weil das löst bei denen sehr starkes Unbehagen aus. Ja. Ne? Also wirklich, also das ist für uns, die das nicht haben, das kann man nicht nachvollziehen. Genauso wie du nicht nachvollziehen kannst, wie das ist, im Rollstuhl zu sitzen oder blind zu sein. So können wir das nicht nachvollziehen, wie das ist, wenn man dieses Problem hat. Ja. Also, und darauf haben wir auch reagiert. Also es gibt noch ganz viele Sachen, die da reinspielen, die ich jetzt gar nicht alle aufzählen will. Also wenn man sich mit Autismus, da bin ich, weil ich nicht Experte bin. Ne? Ja. So, und ich nehme immer dieses plakative Beispiel mit dem Anfassen. Das hat auch nicht jeder Autist so stark, aber es ist für mich halt dieses plakative Beispiel. Mhm. Also verstehst du, ne? Also es gibt ganz viele. Ist ja ganz wichtig, ganz weil viel, man sieht gerade in dem Bereich, sieht man ja, was du vorhin schon gesagt hast, den Rollstuhl sieht man. Genau. Das sieht man nicht. Genau. Und wir haben hier Security, die an allen Ecken und Kanten arbeitet, genau, ne? Die ja es üblicherweise eigentlich gewohnt ist, im Zweifelsfall auch den Körperkontakt mal zu nehmen. Du, kannst du mal zur Seite gehen, ne? Ja. So, irgendwie sowas, ne? So, und es kommt aus Amerika, dass die Sonnenblume ist das Zeichen für Autismus. Mhm. Und wir haben uns jetzt dieses Jahr entschlossen, auch eine Sonnenblume für die Autisten anzubieten, die sie haben wollen. Das muss ja keiner nehmen, das ist ja alles freiwillig hier. Das ist ja alles freiwillig hier. Du musst auch nicht hier in das Camp. Mhm. Du kannst genauso gut mit deiner Behinderung im normalen Camp sind auch ganz viele. Ja, ja, ich habe ganz viele Rollstühle in ganz normalen Camp. Überall sind, da sind blinde Menschen. Alles, was es hier gibt, gibt es auch da. Ja. Also so, deswegen ist das so ein bisschen komisch. Ich sage immer Inklusionscamp, was wir einzäunen, das ist eigentlich die perfekte Exklusion. Ich rede mich immer noch ein bisschen damit aus, dass ihr von der Presse hier mit drin seid und die VIP-Leute. Ist eigentlich nur für uns. Ja, ne? Genau. Der Zaun, ja, ja, genau. Wir bräuchten den nicht. Ne? Mhm. Nee, also wir haben diese Sonnenblume eingeführt und wer sie nehmen darf, kann sie nehmen. Und unser Personal ist eingewiesen, dass die Sonnenblume die eben bedeutet, was das bedeutet. Ja. Und die sollen dann hoffentlich auch entsprechend handeln. Das ist natürlich immer klar. Ja. Ne? Aber also es so ist, viel Personal ist ein ideales hier, aber Bild. Es ist, genau, also es, wir versuchen. Du kannst einfach sagen, okay, wenn ich jetzt als autistische Person oder als Betreuer derjenigen sehe, das ist tatsächlich eine Problematik bei mir. Wie du schon gesagt hast, freie Entscheidung. Ich kann mir die Sonnenblume ranmachen oder ich lasse es halt weg. Genau. Ne? Und unser Button ist sehr schön geworden. Ich habe ihn gerade vorhin gesehen. Das ist einer von meinen Fans. Du bist herzlich gegrüßt, weil der hat auch von mir einen Aufkleber gekriegt gleich. Der hat mich direkt angesprochen, weil er Abonnent ist, schon seit längerem. Mensch, du stehst auch hier im Camp, das ist ja toll. Und ja, cool. Der hat dann auch gleich diesen Button gehabt. Und ich wusste sofort, weil ich das Video gesehen hatte vorher, okay, weiß ich da schon mal wieder, was da Sache ist und kann mich entsprechend verhalten. Ja, ja, genau. Weil ganz schnell ist es so, dass man sagt, Mensch, du willst doch bestimmt ein Foto machen und nimmst den Arm. Ja, ganz genau. Das sind genau das die Situationen, Sachen, die ich meine. Ja, die gut, das müsste natürlich. Ne? Wir müssen es irgendwie jedem Gast überhelfen, aber so weit sind wir noch nicht. Ne? Also auch in Deutschland noch nicht. Ne? Also, wir sind ja leider in Deutschland, was so Menschen mit Behinderung angeht, irgendwie so ein bisschen hinten dran. Ne? Also da gibt es andere Länder, die sind da deutlich weiter. Ja. Aber
Ich habe das auch auf anderen Festivals, auf dem Full Force hatte ich das gerade mit dem Awareness-Team. Die laufen die ganze Zeit dann auch mit entsprechenden Buttons rum. Da ist es dieses Thema Panama, hast du bestimmt schon mal gehört. Ne? Dass man da einfach einen Safe-Raum dann gestalten kann und dass auch die Mitarbeiter wissen, wenn da jemand nach dem Weg nach Panama fragt, wie man sich dort zu verhalten hat. So kann die Sonnenblume hier jetzt auch dann irgendwo Bekanntheitsgrad allmählich erlangen, dass auch andere Menschen... Also in Deutschland wird das schon an Flughäfen ganz häufig gemacht. Also wenn du da im Autismus-Spektrum unterwegs bist, weil da habe ich das tatsächlich auch her, weil die haben das jetzt gerade im Hamburger Flughafen auch eingeführt und daher kannte ich das und habe ich... Ja. Also weißt du, das, da könnte ich vielleicht nochmal ganz kurz plakativ zeigen, wie geil hier die Betreiber dieses Festivals auf solche Ideen reagieren. Mhm. Ne? Von dem Aussprechen der Idee, ob wir diese Sonnenblume einführen wollen, bis zu dem Punkt, wo die Sonnenblume produziert wurde, hat es 10 Minuten gedauert. Und 10 Minuten deshalb, weil wir noch die Telefonnummer von dem Buttonproduzenten raussuchen mussten. Ja, super. Also hier, weißt du, wenn du hier mit Ideen kommst, die werden hier sofort umgesetzt, wenn klar ist, das ist eine gute Sache. Ja. Ne? Hier, Spökenkram will kein Mensch. Ne? Ja. Also das braucht man nicht. Aber wir versuchen die Geschichte ist auch für mich, das ist so eingängig, ja. Ne? So ähnlich wie du eben mit der Rollstuhlautobahn. Mit der Rollstuhlautobahn. Das ist absolut eingängig. Und wie wir vorhin gerade gesehen haben, man hat dann manchmal sogar noch einen zweiten Nebeneffekt, den man vorher gar nicht gedacht hat. Ich habe mit den Blinden gerade einen Streit. Ne? Sie sagen ja mal Markierungsmatten. Ich sage, Leute, ihr seid nur Zweitverwerter. Der alte Streit zwischen Menschen mit Sehbehinderung und Rollstuhlfahren. Ja. Also Leute, die das nicht wissen, also da gibt es richtig einen harten Kampf. Ja. Ich hoffe, dass ich euch mit meinem Video hier so ein kleines bisschen helfe, über das Festival hinaus. Ne? Ich befürchte, dass ihr vielleicht dadurch ein bisschen mehr Andrang im nächsten Jahr habt. Aber gerne, das wir ist sind für euch okay. Wir sind darauf vorbereitet. Also ich habe ja schon gesagt, also irgendwann fangen wir dann an, den Zaun um die paar Fußgänger zu machen, die wir noch haben. Und der Rest ist alles Menschen mit Behinderung. Nein, Spaß. Also es hat mir einen wahnsinnigen Spaß gemacht mit dir, cool, dieses Interview. Ja, ich bin gespannt darauf, wie ich das zu sagen... Wenn ihr jetzt merkt beim Schnitt für das Freitagsvideo, dass das ein bisschen holprig ist, dann wisst ihr spätestens jetzt, weshalb das so holprig ist. Und die Labertasche, das ist die Langfassung ist ja dann auch noch da. Ne? Es war mir eine Freude. Es war mir auch eine Freude, danke dir. In diesem Sinne. Euch dieses Video gefallen hat, lasst uns beiden ein Like da in dem Fall mal. Ne? Abo ist nicht Pflicht, kennt ihr bei mir. Aber ich freue mich über jedes Abo und ihr verpasst keins meiner Videos mehr. Bis zum nächsten Mal. Euer Michael und Björn. Tschüss auf dem Rockhaus. Bis zum nächsten Mal. Ich sage immer Ahoi, verdammt. Bei uns ist es immer Moin Moin. Ja? Oh Gott, du bist eine Labertasche. Ja, zweimal, ne?